Hallo Leute, da bin ich wieder und zwar mit Hogwarts Legacy. Ich war gestern noch ein wenig Kleinigkeiten machen, also so ein paar Merlin-Quests. Ich wollte euch da nicht die ganze Zeit nonstop mit belästigen. Und hatte dann nochmal Deke angesprochen, der hier so wunderbar unschuldig rumstand und ratet, was passiert ist. Schwupps, ich habe ein neues Gebiet für meine magischen Geschöpfe. Und da dachte ich mir so, ja, toll. Kann ich nochmal wieder ein paar unterbringen? Und ihr seht, es sieht sehr bunt bei mir aus. Ich habe hier meine Fupa, die hatte ich mal unterwegs noch gefangen, als ich Kleinkram erledigt hatte, so Sammelaufgaben. Testrale hatte ich ja schon beim vorletzten Mal irgendwie gesammelt. Ich weiß gar nicht, ob ich euch das gezeigt hatte, aber Testrale hatte ich auch mitgefangen. Niffler und so weiter. Jedenfalls ist das hier alles neu dazugekommen. Mein Zoo erweitert sich. Leider habe ich noch immer nicht genug Platz, um die ganzen Gattungen, die ich habe, eigentlich auch abzulegen. Weil da gibt es ja noch ein bisschen was. Ne? Ich habe noch nicht die Frösche hingelegt. Die Kätzchen habe ich nicht hingelegt. Und ihn habe ich nicht hingelegt. Er muss natürlich bleiben, der ist ja mein Reiter, aber. Das ist ja. Noch nicht abgelegt halt. Und die würde ich natürlich schon gerne hier unterbringen, wenn möglich. Aber ansonsten ist das ein wunderschönes Gebiet. Ich habe hier wieder neue Ressourcen dadurch, das auch schön ist, ne? Und denkt daran, immer schön. Also gut, jetzt geht gerade der Balken runter, ne? Aber immer schön streicheln oder bürsten und füttern und schon kriegt ihr Ressourcen. So. Naja, auf jeden Fall war es ein Strandgebiet. Achso, das wollte ich eigentlich nochmal erforschen, weil beim letzten Gebiet hatte ich ja auch nochmal so ein paar extra Ressourcen gekriegt. Ja, nicht wundern, ich habe hier gleich nochmal ein bisschen Krimskrams hingestellt, weil irgendwie Hippogreife, Testrale am Strand und auch die ganzen Vögel, das ist irgendwie nicht so das, was ich jetzt so als passend gedacht hätte, aber sei es drum. So, und ich muss hier nochmal schauen, ob hier sich eine Kiste befindet. Beim letzten hatte ich nämlich auch was gefunden. Aha! Aber definitiv muss ich das andere Zeugs ja auch nochmal hier unterbringen. Ich hoffe, das gibt hier nochmal irgendwie eine Erweiterung dafür. Nee, falsch. Ah, und da, ne, genau. Ich muss immer, wenn ich dieses Fupa denke, Fupa, an diese Fupa-Würmer denken von Hagrid. Aber leider Gottes immer nur 4 Arten und insgesamt 12 Stück davon. Könnte ich eigentlich nochmal ein Einhorn fangen? Das wäre vielleicht nochmal eine schöne Erweiterung für mein anderes Gehege. Jedenfalls nettes neues Gebiet. Strand passt nur nicht ganz zu den Tieren, die ich da abgelegt habe. Die magischen Geschöpfe. So, dann kam von Deke nochmal, ich soll ein bisschen was ab. Ein paar von meinen Klamotten. Achso, der ist gerade dabei. Und dann soll ich gleich noch für Deke einen Freund finden, der in irgendeinem Spinnennest rumgedümpelt ist. So. Ja, und das meine ich. Krötenwarzen hat sie nicht. Sie hat die Kröten, aber nicht die Warzen. Ich will jetzt aber auch nicht meine Viecher da austauschen. Das ist irgendwie total bescheuert. Phönix habe ich noch nicht. So. Erhöhter Schaden durch chinesischen Kaugummi. Wow. Das ist genau das, was ich will. Ich
Kniesel, die konnte ich nicht ablegen. Die Recalls habe ich auch noch nicht. Also hier sind so einige Sachen, die ich auf jeden Fall noch nicht habe. Naja, gut. Sei es drum. Wir wollen für Deek natürlich seine kleine Quest erledigen. Hauselfenkummer. Ah ja. So. Wir müssen auf die Weltkarte. Schauen. Ja, hier nach oben bin ich kaum unterwegs gewesen beim letzten Mal. Nach unten hatte ich sehr viele von den Merlins Quest erledigt. Der auch. Davon gibt es ja auch so Unmengen viele. Das hat ja ein bisschen schon fast genervt, muss ich sagen. Man hat hier doch einige Sammelquests. Und diese Demi Guys muss ich auch noch. Oder Demi Goose? Ah, die Demi-Dinger. Hogsfield. Wo ist jetzt Mrs. Sprottle? Moment. Aber Hogsfield, wenn ich jetzt hier rein teleportiere. Ah, hier wird einer angezeigt. Und den habe ich schon. So. Wirkt wie ein nettes kleines Örtchen. Ich habe doch den Auftrag. Hauselfenkummer. Karte. Hoffentlich finde ich da jetzt auch hin, ohne diese Anzeige. Ah, warum soll ich denn mit ihr quatschen? Schön, Sie wiederzusehen, Mrs. Sprottle. Sirona Ryan bat mich, Sie zu besuchen. Oh, die liebe Sirona. Sie ist wirklich ein Schatz, schon seitdem ich sie kenne. Sie dachte, Sie brauchen vielleicht Hilfe mit den Zutaten für Ihren Megapower-Trank. Da hat sie recht. Mein lieber Aiden hat immer die Horklumpe für mich gesammelt. Seit er starb, ist mein Vorrat geschrumpft. Mein herzliches Beileid, Mrs. Sprottle. Oh, danke. Mein Aiden. Ohne ihn fühle ich mich etwas verloren. Oh. Wenn Sie einige Horklumpe für mich sammeln könnten, würde ich Sie gern für Ihre Zeit entschädigen. Dann kann ich Ihnen vielleicht auch direkt welche geben. Ich habe tatsächlich ein paar bei mir. Oh, danke. Wie wunderbar. Es wird die reisenden Händler freuen, dass sie ihren Mega-Power-Trank auffüllen können. Sirona meinte auch, dass Mr. Sprottle ihr eine Schachtel mit Briefen bringen wollte, als er krank wurde. Das stimmt. Ich hatte es fast vergessen. Ich fand sie kurz bevor Aiden starb. Er wollte sie sich mit Sirona bei einem oder zwei Butterbier ansehen. Die beiden waren immer wie zwei Bowtruckles auf einem Ast. Zwei Bowtruckles. Aiden wurde krank, als er auf dem Weg zu ihr Horklumpe sammelte. Er hat es nach Hause geschafft, aber die Schachtel in der Höhle verloren. Die Höhle befindet sich in den Hügeln südwestlich unseres Dorfes. Dort können Sie Horklumpe sammeln und auch die Schachtel finden. Hm. Danke, Mrs. Sprottle. Ich danke Ihnen. Ich werde hier warten. Die reisenden Händler und ich würden uns sehr freuen, wenn Sie die Horklumpe sammeln könnten. Ich hoffe, das ist jetzt die gleiche Höhle wie die Dingshöhle. Auf dem Besen wird es mir nicht angezeigt, aber gut, ich werde jetzt einfach mal dahin fliegen und hoffen. Das muss die Höhle sein, die Mrs. Sprottle erwähnt hat. Ja, würde ich auch sagen. So. Da sind die Horklumpe. Revelio. Rein mit uns. Verprügeln wir ein paar Spinnen, den Allerwertesten. Aber ich muss noch Sironas Briefe in der Höhle suchen. Vielleicht finde ich dort ja noch mehr. Ich sollte mich mal umsehen. Die Schachtel mit den Briefen suchen.
Das sind vorerst alle, Horklumpe. Mrs. Sprottle wird sich freuen. Katringo! Ist aber auch ein cooler Tümpel hier. Rebellio. Oh, wow. Oh. Hab ich den Kram wieder nicht mehr angelegt, weil ich was in meiner Butze zu tun hatte. Man nimmt das erstmal, dann das und dann das. So. Lumos. Ach, die kleinen Ratten. Nicht nur immer der offensichtliche Weg. Man kann auch mal nach links und rechts gucken. Ein Schemel. Ja gut, das ist zu. Da brauchen wir nicht gucken. Gut, dann gibt's da vorne gleich bestimmt ein bisschen Spinnenparty. Rebellio. Das, tun wir uns denn jetzt mal an. Ich muss diesen Troll entweder bekämpfen oder ihn umgehen. Alter, willst du mich verarschen? Ist aber auch groß. Der, wie der sich hier. Nee, das kann doch nicht sein. Wie kann denn der so schnell durch diesen ganzen Zug kommen?
Der schlägt dreimal hintereinander zu und du hast keine Chance auszuweichen. Oder kaum. Puh, ich sehe schon, ich muss nachher auf jeden Fall noch ein paar Tränke zaubern. Wegen Spinnen. Spinnen, haben sie gesagt. Schicken wir hier direkt in den Trollhort rein. Kommt man hier wieder hoch? Ja. Na, hoch mit dir da. Hier ist doch so eine Kante. Lass mich veräppeln. Katringo! Wenigstens noch die Schrumpelfeigen mit. Von hier war ich ja gekommen. So. Das war bestimmt jetzt noch nicht der Bossfight. Der kommt jetzt, wenn ich schon pleite bin. Naja, pleite im Sinne von keine Dings mehr. Oder 7 Tränke nur noch. Das müssen Sironas. Ich sollte diese Schachtel zu Sirona bringen. Ich glaube, das ist alles. Sirona wird sich darüber freuen. Sollte das nicht auch hier sein? Okay. Nee, wo war das jetzt mit den mit dem Dings? Da, Freund der Tat. Aber das war nicht die Spinnenhöhle. Na gut, bringen wir erstmal die Briefe zurück zu Sharon. Gibt's einen gemütlicheren Ort als Hogsmeade? Ach, kaum. Hogsmeade ist so knuddelig knuffig. Das ist so richtig. Achso, hier ist keine. Hier ist Hippogreifverbot, okay. Sirona, ich habe gute Neuigkeiten. Ich konnte ihrer Freundin Mrs. Brottle ein paar Horklumpe für ihren Mega-Power-Trank besorgen. Und ich fand ihre Briefe. Oh, danke. Ich wusste, ich kann Ihnen vertrauen. Ich bin froh, dass ich helfen konnte. Mrs. Brottle lässt grüßen. Was hätte ich nur ohne Sie und Aiden getan? Danke nochmal, dass Sie ihr geholfen haben. Jupp. Und danke für meine Briefe. Es ist schön, in guten Erinnerungen zu schwelgen.
Sehr schön, Problem gelöst. So. Jetzt wollen wir aber unserem kleinen Freund Deke mal helfen. Hauselfenkummer. Wo sollte ich denn jetzt dahin? Karte. Weltkarte. Einfach eine Höhle weiter oder was sollte das jetzt sein? Ich sage ja immer, Reisen erweitert den Horizont. Falsche Taste. So. Wer hier wohl wohnt? Feststelltaste und nicht die Tab-Taste. So. Okay, na gut. Das muss die Höhle von Top sein. Ich sollte hineingehen. Rebellio. Stimmt, ich habe nur 7 Tränke. Schon wieder vergessen. Läuft, würde ich sagen. Rebellio. Schön hinspielen. Top, so ist eine gute Anreifung und Befehl. Weißt du, was das bedeutet? Blablabla. Arme Hauself. Tops Meister ist furchtbar. Aber sowas von. Der gehört bestraft. Tops? Tops! Deke schickt mich. Bist du hier drin? Hoffentlich nicht schon wieder irgendwas, was gestorben ist. Das wäre ja wieder. Komm, trink doch! Das Gefühl, dass sämtliche Viecher eher sterben, wenn man denen helfen will, als dass sie überleben. Das wäre mal nett zur Abwechslung, wenn man jemanden befreit. So. Aber die Hauselfenmagie ist eigentlich auch sehr mächtig. Rebellio! Contringo! Levioso! Rebellio! Levioso! Accio! Contringo! Contringo! Was ist denn da rüber gekrochen? Die Mutti. Rebellio. Contringo. Rebellio. Tops war offenbar schon vor einiger Zeit hier. Er muss tiefer in die Höhle gegangen sein. Eine Quest, wo ich meinen Gegner 10 Sekunden lang in der Luft halten soll. Das hätte ich ja mal gerade ein bisschen früher mitkriegen sollen. Levioso.
Immer mal die Spinnen sind aktiv hier. Revelio. Contringo. Revelio. Der Grusel von vielen. Also ich bin jetzt auch nicht so super spinnenängstlich, aber so richtig nice finde ich sie jetzt auch nicht. Und ich fände es auch nicht so toll, wenn man hier in einem ich gehe davon aus, dass dann dafür unten noch mehr Action ist als vorher. Das ist ein bisschen uncool. Sollte noch mal schauen, ob ich hier bei den Talenten vielleicht noch was schrauben kann, was sinnvoll ist. Das finde ich eigentlich auch nicht schlecht. Erweitern wir mal ein bisschen unsere Talente. Das macht es vielleicht gleich noch mal ein bisschen angenehmer. Wow, das ist wohl die Akromantula. Oh, ich weiß gar nicht, wo ich hier gerade ansetzen will. Ah.
Das müssen wir nochmal machen. Alter Verwalter, das ist ja... Den Kopf der Agro-Mantula in den Boden stoßen, das muss ich ja dann... Warte mal, welches Talent wäre das dann? Was haben wir angelegt? Was haben wir angelegt? Wir können den mal dorthin ziehen. Neuer Versuch. Das wird nicht schön. Balken spielen und da so viele Zauber reinpacken, wie man kann. Nee, das, sonst geht das gar nicht. Eine Agro-Mantula sollte ich doch mit irgendeiner Quest auch nochmal. Ich hatte gehofft, dass ich die Quest gleich damit erfülle. Ich hoffe, Tops ist heil. Ich mag die süßen Hauselfen. Confringo! Revelio! Confringo! Revelio! Sind mir aber schon ein paar kleine Bossmobs vorgelegt, ey. Oh nein. Ich habe das Gefühl, dieser Hauself ist Tops. Armer Tops. Hm. Allein gelassen mit den Spinnen. Warum hat denn Dick mir das nicht früher gesagt? Ich wäre doch sofort losgezogen und hätte den Meister von Tops sowas von den Arsch versohlt. Revelio. Aber nein. Das ist der arme Tops. Topsiniert hier. Wie komme ich denn da hin? Naja, gut. Das ist kein Drama. Meistens kriege ich sowieso nur Crap raus.
kann man hier rauf. Nee, geht nicht. Komm, Ringo! Der Altar kommt mir bekannt vor. Ich bin wohl wieder am Höhleneingang. Tja, da ist sie zu spät für den armen Tops. Das ist doch doof. Ach, Manu. Sogar Creature war eigentlich ganz cool im Buch später. Deswegen ist es doof, wenn jetzt hier so ein Hauself unnötig hinleiden muss. Nur wegen so einem Arschlochbesitzer. Ist schon grausam, was die Magie mit den armen Hauselfen anstellt. Grund zur Aufregung. Ich brauche hier nichts. So. Ruhig. Ich tue dir ja nichts. Haben wir noch eins. So. Dann müssen wir ja rein theoretisch... nach Hogsmeade. Armer Dieg. Ich bin aus der Höhle zurück, Deek. Wunderbar. Deek hofft, Sie haben Tops von Deek gegrüßt. Es tut mir wirklich leid, Deek. Aber Tops ist tot. Er scheint den Spinnen letztendlich zum Opfer gefallen zu sein. Oh nein! Das hat Deek befürchtet. So lange allein in der Höhle. Armer Tops. Deek und Tops hatten einst denselben Herrn. Als er starb, wurden wir getrennt. Deek wollte immer, dass Tops auch nach Hogwarts kommt. Deek ist froh, so netten Hexen und Zauberern wie ihnen dienen zu dürfen. Deek wird seinen Freund vermissen und mit schwerem Herzen auf ihn anstoßen. Es tut mir wirklich leid um deinen Freund, Deek. Danke, Sie sind sehr freundlich. Deek braucht etwas Zeit zum Nachdenken, wenn das in Ordnung ist. Na klar. Oh.
hatte ich irgendwas? Der wird nützlicher sein, wenn ich etwas zu identifizieren habe. So, rein da. Jetzt müssen wir uns mal ganz kurz um unsere Viecher kümmern. Ah ja. Moment. Kleines. Du auch. Die Mina will doch nur einmal füttern. Stabiles Paar. Sieht so aus wie ein Horn. So. Mutti ist da. Kommt her, ihr Kleinen. Das hat. Rebellio. Kommt, guck mal. Doch mal still, denn Futter ist doch da. Da war was knuffig hier, die Kleinen. Alle fertig? Ja. So, einmal wieder richtig schön alles bespaßt, gefüttert, Ressourcen aufgefüllt. Jetzt müssen wir 1 Million Tränke herstellen.
Ich glaube... Die Pulse brauche ich eh nicht. Gut. Ich will noch mal einen besseren Schrank. Oder dann... Das finde ich ja auch ganz cool. Moment, da fliegen wir noch mal ganz kurz nach Hogsmeade und holen uns doch noch mal kurz so ein paar Bauanleitungen. Weil so ein Topf, der random einfach mal ein paar Tränke droppt, der ist ja auch Gold wert. Es gab noch. Wenn ich nur im Vorbeilaufen immer wieder einen Trank mitnehmen kann, macht's. Ich glaube, hier war das. Lassen Sie mich wissen, falls Sie nach etwas Bestimmtem suchen. So, Trankstation T-förmig. Moment, erstmal. Ein Vergnügen, mit Ihnen Geschäfte zu machen. Gleichfalls. Weg damit. So. Gut. So, was haben wir hier? Tierwesenfütterer. Schaltidentifikat. Oh. Nichts ist schöner, als genau das Richtige zu finden. Nichts ist schöner, als genau das Richtige zu finden. Nuckelt aber Träumchen. Das muss ich dem Bulldozer nachher auch nochmal sagen, dass es das gibt, weil das ist ja der Hammer. Moment. Das können wir gleich mal integrieren. Raum der Wünsche. Wenn hier so eine Fütterstation zu kaufen ist für die Viecher. Das ist natürlich Bombe. Da muss man ja nur noch hingehen und ab und zu mal ernten. Und eine Spielzeugkiste. Dann schauen wir uns das doch mal an. Wo haben wir es denn? So, 4. So, es darf nur eine stehen, okay. Halt mal still, dich habe ich noch gar nicht gesammelt, sehe ich gerade.
Jabberknoll, jetzt. Revelio. Gut. Also das scheint ja schon mal gut anzukommen. Dann machen wir das hier auch nochmal. Hoffentlich geht das denn hier auch. Hallo meine Lieben, Mutti hat hier wieder was Schönes für euch. So. Machen wir mal hier hin. Das heißt, die werden jetzt schon mal gefüttert und bespaßt ein bisschen. Muss ich nur ab und zu mal bürsten, komm, nehme ich mal an. So, das braucht noch eine Minute. Ich wollte nicht ändern, ich wollte den hier. Tranktische. Okay, ich sehe schon, dass das jetzt gerade nicht so leicht wird. Und jetzt können wir hier mal weiß genommen, das ist egal. So, dann haben wir gekauft. Thank you.
Ach so. Also stelle ich automatisch ein paar Sachen her. Das gefällt mir schon mal ganz gut, Leute. Auch die Geschrumpelfeige. Hier mal ein bisschen. Wir können eigentlich das auch so aneinander stellen. So. Der steht da irgendwie mitten im Weg. Das geht kaum hübscher, würde ich sagen, erstmal.
Oder passt er da hinten noch in die Ecke? Moment, dann müssten wir den aber mit dem anderen dort tauschen. Raus da. Ich habe hier hinten noch einen extra Raum. Ich könnte mich hier noch komplett austoben. Aber da hatte ich noch nicht so richtig Muße zu. Ich wollte das erstmal hierauf beschränken. Und ich glaube, das ist ganz nett geworden hier. Gut, ich wollte noch mal schauen. Ich habe ja auch so viel Kleinkram gekriegt, den ich ja auch noch nutzen kann. Hier. Ich weiß jetzt noch nicht, was das alles war. Hier, Schemel hatten wir bestimmt. Ist das einfach nur Deko? Das spielt von alleine. Okay, nett. Aber jetzt muss man neugierig. Ein Tannenbaum könnten wir. Ein paar Kunstwerke hätten wir. Zeug, was man sonst auch so im Schloss umherschwirren sieht. Hier ist nichts Neues dazu gekommen. Das ist neu. Ein paar andere Sachen habe ich auch noch nicht gesehen. Nee, gut. Ich glaube, das reicht hier an dieser Stelle. Das braucht hier alles noch. Mindestens die. Würde ich sagen, gucken wir uns noch mal eine Kleinigkeit an. Ah, Aufträge. Ich würde zu gern wissen, wo ich den letzten Schlüssel hier finde. Ach, da fällt mir ein. Da können wir mal gucken, dass wir wieder ein bisschen was abgeben. Und ich muss noch mal wissen. Hier ist auf jeden Fall eine von denen. Von den Demi-Goose-Teilen. Ich will mal schauen, wie es da aussieht. Wie viele wir jetzt Hallo, schon haben. Hallo, Mr. Moon. Ich grüße Sie. Konnten Sie noch mehr dieser Demigeist-Statuen entfernen? Demigeist. Ich habe tatsächlich ein paar Monde für Sie. Mir geht es schon besser, jetzt wo ich weiß, dass die Statuen weg sind. Ich hatte versprochen, Ihnen zu zeigen, wie Sie alle Humore verbessern, wenn Sie mir genug Monde bringen. Mit diesem Wissen können Sie noch stärkere Schlösser knacken. Aber ich weiß immer noch nicht, wer hinter diesen Statuen steckt. Es gibt noch viele üble Dinge, die darauf warten, mich zu quälen. Wenn Sie mir mehr Monde bringen,
zeige ich Ihnen die mächtigste Form von Alohomora, die der Welt der Zauberei bekannt ist. Oder zumindest mir. Oder habe ich jetzt doch schon die? Ja, die Suchen zweite Sie Stufe habe ich schon, Träumchen. Das würde mich beruhigen und wir könnten herausfinden, wer hinter all dem steckt. Ah, zweite Stufe Demigeist und Alohomora. Das ist natürlich schon echt cool. So, dann sind wir da auch schon mal ein bisschen vorangekommen. Aber laut dem hier ist hier auf jeden Fall irgendwo noch eine Demigeist-Statue. Und allgemein in Hogwarts sind 10 und ich habe hier gerade mal 2 Stück gefunden, also. Gucken wir mal. Statuen. Revelio. Alohomora. Stufe 2. Revelio. Ich höre Pling. Alohomora. Revelio. Ich höre hier immer noch das Bling. Aber es könnte auch über mir sein. Würde ich jetzt nicht ausschließen. Gut. Ich würde trotzdem hier noch mal das Lehrerzimmer abschließen. Diesen verbotenen Bereich abchecken. So viel Alohomora. Diesmal ist es ja verrückt. Nee, schon gut. Revelio. Achso, das ist wahrscheinlich die Mutter gewesen. Von Nati. Und die beklauen wir jetzt. Logisch. Wir wollen die Mutti der Freundin beklauen. So einen Topf brauche ich auch. Mit Gold drauf und einem Regenbogen und so. Das ist nett. Revelio. Also ich muss nachher doch nochmal nach unten. Anscheinend ist dort eher das Pling. Hier waren wir schon. Dann werden wir uns noch eine Stufe höher. So. Sich aus dieser Richtung an. Revelio. Gut. Lauern wir mal. Wir kommen dem näher.
Ach so, das ist es. Ja, das konnten wir natürlich nicht sammeln, jetzt mal, weil hier so viel los war. Boris, der Bekloppte. Jetzt gibt es auch noch einen Boris, der bescheuert ist. Das Badezimmer der Vertrauensschüler. Anstatt nur ein Barnabas. Zeug. Ich krieg Zeug. Oh. Ah. Die Meerjungfrau. Die Harry gesehen hatte. Aber in dem Mega sehe ich noch nicht. In diesem Gebiet jedenfalls nicht. So. Hallo, wie schön, Sie zu sehen. Hallo, ich freue mich auch, dich zu sehen. Oh. Alohomora. Es gibt einiges zu sehen und einiges zu sammeln. Noreen Bailey. Okay, das muss ich mir nochmal in Ruhe angucken. Das ist jetzt viel zu lesen, dafür, dass ich bloß ein bisschen schnökern will. Den Pinkelpott einmal gegentreten. Ich höre es. Es ruft nach mir. Und hier ist noch ein Tor. Eine Tür, die ich noch öffnen muss. Träumchen. Ach hier, komm, trink noch. Ach hier. Zack. Revelio. Da ist auf jeden Fall noch was. Ach, das ist wie das da unten. Die eine Tür, die ich ja auch nicht öffnen konnte. Wäre auch zu einfach, wenn es mit dem Zauber gehen würde. Ach so, apropos. Da. Falsch. Wingardium Leviosa. Und das hier. Reparo. Das hatte was da unten mit den Pendeln zu tun. Von hier aus kann ich ja nichts sehen. Das ist natürlich doof. Revelio. Ah! Ich glaube, ich habe sie gefunden. Die letzte. Ich muss nur noch den Schlüssel dafür finden. Die öffnet sich. Die Tür öffnet sich bei dem.
Schlüssel ist da unten. Komme ich denn da jetzt wieder am dümmsten hin? Hier falle ich zu Tode. Ach, hier geht's noch weiter runter. Zack. Genau. Flieg nach oben, Junge. Flieg nach oben. Endlich die letzte Fliegenklatsche holen. Ich glaube es nicht. Ich dachte, ich finde sie nie. Wunderbar. Zack. Oh, da können wir nachher gleich mal schauen, wie wir, was wir aus der Truhe kriegen. Aus der Special Ravenclaw-Truhe. Ja, das Rätsel. Dann macht das gleiche wie die Tür unten. Ich habe wirklich keine Ahnung, wie man diese hier stoppen können soll. Hallo, Homura. Ach, man kann auch von innen, okay. Gut, Tür ist auf. Arreste Moment. Wir müssten ja, welches Zeichen ist da drauf? Das Einhorn. Ich habe die Uhr kaputt gemacht. Moment, nochmal in die Zauber rein. Schauen wir mal welche. Hallo Homura. Ehrlich, schon wieder? Da bin ich jetzt noch in einer anderen Tür. Das war nicht die Tür, die ich meinte. Ja gut, dann müssen wir gleich nochmal. Lumos. Das machen wir dann gleich nochmal mit dem da. Rebellion. Invasion Leviosa. Lumos. So. Thank you.
Hogwarts weiter. So. Rast um Moment. Ich weiß jetzt leider nicht, welches Zeichen das war. Die ist es nicht. Also doch ganz oben. Revelio. Was geht durch da? Oh. Sie pendelt schon wieder hin und her. Tja, aber damit geht es. Zumindest den ersten kriegt man damit hin. Hm. Ist natürlich echt fies, dass man da nicht von hier oben schießen kann. Muss man echt runter und dann nach oben laufen. Aber egal, es ist ja jetzt kein Drama, das kann man ja nochmal in einer ruhigen Minute machen. Es geht ja anscheinend nur um Kisten und nicht irgendwie besonderen anderen Loot. Wo war jetzt eigentlich mein Gemeinschaftsraum? Huch, nee. Da. Jetzt wollen wir doch mal sehen, was wir aus der Kiste kriegen. Sehr früh diese blöde Quest gekriegt und jetzt endlich sollte es reichen. Super, ich mache Fortschritte mit diesen Marken. Wir machen nicht nur Fortschritte, wir machen... Das ist die letzte Hausmarke. Mal sehen, was drin ist. Na, sieh mal an. Danke an die ehemalige Schulleiterin Eupraxia Mole. Oh. Also Leute, ich glaube... Wir haben jetzt den offiziellen Totally Geilen Ravenclaw-Umhang. Guck den an. Der ist der Hammer. Ein Relikt. Müssen wir uns ja eigentlich komplett umgestalten dafür, damit das alles zusammenpasst. Ah, schon besser. Ja, der sieht dafür am besten geeignet aus. Was haben wir hier Schönes? Ja, ein Relikt. Damit sehen wir auf jeden Fall etwas retro aus. Klassischer, einfacher Hexenhut. Jetzt brauchen wir hier nochmal Ich würde ja sagen, das sieht schon echt nicht verkehrt aus. Haben wir hier eine coole Optik dazu gekriegt? Nee, nur noch diese
Brille. Ja, ich weiß nicht, mit den Brillen habe ich es nicht so. Könnte ich vielleicht nochmal auf keine umsetzen. So. Handschuhe sehen teilweise echt aus, als würde ich damit Leute verprügeln wollen. So. Also ich muss sagen, damit sehe ich doch schon richtig hexaminiert aus. Träumchen. Da hat sich doch die Suche gelohnt nach dem Ding, nach den Dings. So. Also Leute, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr könnt mir ja mal ein Feedback da lassen. Und ich würde mich natürlich über jedes Feedback freuen. Und vielleicht kommt man ja auch mal in Austausch. Ich hoffe, ihr meldet euch. Vielleicht abonniert ihr auch nochmal. Liked, das wäre auch eine ganz schöne Sache. Ansonsten bis zum nächsten Mal.